Hans Eulenbruch auf dem Weg ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und einem Komplizen vor, im Mai diesen Jahres den Brand im Kaufhaus Harms am Wall gelegt zu haben. Schaden mehrere Millionen Euro. Nach sehr intensiv geführten Ermittlungen sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen zwei Tatverdächtige Haftbefehle erwirkt worden. Diese Haftbefehle, die das Amtsgericht erlassen hat, sind im Laufe des heutigen Tages verstreckt worden. Daran anschließend ist unmittelbar die Vorführung der Tatverdächtigen vor dem Ermittlungsrichter erfolgt. Die Haftbefehle sind bestätigt worden und die beiden Tatverdächtigen befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Es war Brandstiftung, das ist unbestritten. Nur hatte Hans Eulenbruch stets behauptet, Opfer von Einbrechern geworden zu sein. Die hätten den Brand gelegt. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihm nicht, nahm ihn bereits einmal fest, musste ihn aber aus Mangel an Beweisen wieder laufen lassen. Mit diesem Überwachungsvideo vom angeblichen Täter wollte Eulenbruch seine Unschuld beweisen. Doch nun könnte ihm ausgerechnet ein Überwachungsvideo zum Verhängnis werden. Ein wesentlicher Punkt, auf den sich der dringende Tatverdacht stützt, ist der Umstand, dass wir Videoauswertungen haben, und zwar Videoauswertungen, die geraume Zeit vor der eigentlichen Brandlegung erfolgt sind und die wir dahingehend bewerten, dass beide Tatverdächtigen eine Art Tatortbegehung durchgeführt haben. Wie es für Hans Eulenbruch und seinen möglichen Komplizen weitergeht, entscheidet nun ein Gericht. Bei einer Verurteilung droht den beiden eine Haftstrafe, nicht unter 5 Jahren.